So, meine Damen und Herren, dann bitte rein in die gute Stube. Ab sofort verfügbar. Guten Tag. Sag mal, hast du noch Geld? Also du sagst. Hast du getrunken? Ja, klar. Dann darfst du nicht mehr Auto fahren. Warum ist sie doch gefahren? Sie darf nicht fahren! Du bist so sexy, wenn du wie du bist. Halt die Klappe. Ich zieh zum Papa. Da wäre eine Sache. Willst du dir mal angucken? Das ist doch ein Scheißhaus. Das ist ein Scheißhaus auf Rädern. Kannst du mit Hannah campen fahren? Ich fahr nicht campen. Früher haben wir uns auch noch unterhalten, ne? Kannst du mit mir schreiben? Hast du jetzt ein neues Handy? Ja, ich schreib dir. Wenn wir nebeneinander pinkeln, schreibe ich dir. Fahr doch! Wie viel Platz ist denn da noch? 5 Meter. Fahr! Ja, 8,5 Meter. Das ist ein Baum, der ist mindestens so alt wie ich. So. Ist der jetzt gewachsen oder was? Hey! Das ist Otto. Das ist mein Freund. Ist das jetzt eine exotische Phase oder was? So, ihr Turteltäubchen. Ich glaube, da wohl ich, dass ich euch hier alleine lasse. Dann kann ich schön nächste Woche die Abtreibung bezahlen. Ja, ich würde ja ausrasten, wenn meine Tochter mit Nia zusammen ist. Fabian. Es ist ein Deutscher. Claudia. Das ist deine Frau? Ex-Frau. So eine Ex-Frau hätte ich auch gerne. Oh, Bongeni. Bongeni, das ist unser Flüchtling, ja. Ich schlaf mit dem Flüchtling im Auto. Tschüss. Tschüss. Hast du Lust auf einen Ausflug? Ein Ausflug? Wie lange willst du das denn jetzt noch machen? An meiner Tür kratzen. Bis du aufmachst. Thomas. Und die Tochter soll mit dem Flüchtling vögeln und kriegt von deinem obdachlosen Ex-Mann Gras zum Geburtstag? Wisst ihr, was Frauen am meisten mögen? Den lachenden Verlierer. Also folgendes, ich habe eine Tochter, hätte ich gern, also Kondome. Extra dick? Das Material? Hier für Analverkehr.